Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial, wo ich euch zeigen möchte, wie man die TMP, die geheime und wirklich OP-Waffe in der Resident Evil 4 Demo freischaltet. Zunächst, wie ihr seht, müssen wir einmal komplett, bevor wir das Dorf betreten, das ganze Inventar aufräumen. Also es darf absolut nichts mehr vorhanden sein. Das ist eigentlich auch schon der Trick. Also einmal mit leerem Inventar ins Dorf gehen. Im Dorf angekommen, müssen wir dann eigentlich nur noch gleich einmal direkt rechts. Einmal hier. Hier steht halt immer eine Frau, da muss man ein bisschen aufpassen, die hittet einen meistens. Wie sie jetzt auch hier in dem Video mich einmal gehittet hat. Dann direkt links und hier in dem Brunnen. Normalerweise wäre der versiegelt, wenn wir das nicht im Inventar geleert hätten. Doch jetzt ist er frei zugänglich und wir können jetzt einfach ein neues Areal betreten. Und hier unten, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, ist in der Kiste einmal die TMP. Und das Geniale an der TMP ist, habt ihr sie einmal freigeschaltet, also hier aus der Kiste genommen, habt ihr sie ab sofort bei jedem Playthrough, den ihr hier startet in der Demo, die TMP schon direkt zu Beginn in eurem Inventar. Also könnt ihr dann im Prinzip am Anfang schon den ersten Zombie direkt mit der TMP killen. Der würde einem normalerweise fast immer hitten. Und wie ihr hier seht, mit der TMP gar kein Problem, da kommt nicht mal ansatzweise an einem ran. Jetzt zum Schluss zeige ich euch noch, wie die TMP einmal gegen Dr. Salvador performt. Und wie man sieht, also die macht echt richtig gut Damage und sieht man auch nochmal richtig schön, wie gut das Trefferfeedback von der Waffe ist. Also es ist wirklich die Waffe mit dem besten Trefferfeedback hier in der Demo und macht deshalb halt auch richtig Laune. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video geholfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der TMP, probiert es mal selbst in der Demo aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!